Wie kommen nun Teilnehmer in unsere Kurse? Das ist ja eine Frage, die besonders wichtig für uns ist. Und das machen wir auf die folgende Art und Weise. So macht es VHS Ostkreis und so macht es die VHS Langhagen. Die Kursleiter beantworten die Anträge auf Mitgliedschaft der Kursteilnehmenden. Das heißt, die Kursteilnehmenden bekommen entweder von der Verwaltung oder am ersten Kursabend den Link zu dieser Veranstaltung, diesen sogenannten Kurscode, erhalten Sie von der Verwaltung oder am ersten Präsenzkursabend von den Kursleitenden. Wie kommt man nun in die Kurse hinein? Nachdem ich mich eingeloggt habe, bin ich ja auf meinem Schreibtisch. Ich scrolle auf meinem Schreibtisch ganz nach unten und sage Kurs beitreten. Dann steht hier in diesem großen Fenster Kurs beitreten, automatisch aufgenommen, in diesem Fall nein. Sie erhalten von der VHS oder Ihrer Kursleitung einen Kurscode. Ja, das ist jetzt die Situation. Dann klicke ich hier unten auf Kurs beitreten. Hier oben steht übrigens nochmal, wie der Kurscode aussehen muss, nach welchem Schema. Er sieht aus wie eine E-Mail-Adresse. Diesen Kurscode, den ich erhalten habe, gebe ich ein, wenn ich auf Kurs beitreten klicke. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Dort gebe ich den Kurscode ein, den ich von meinem Kursleiter erhalten habe. Grundbildung @polomka.vhs.cloud. Grundbildung @polomka.vhs.cloud. Dieser Kurscode sieht im VHS-Lernportal wie eine E-Mail-Adresse aus. Dann klicke ich auf Anmelden. Damit bin ich in den Kurs aufgenommen. Was noch hinzukommt, üblicherweise ist eine kurze Nachricht an den Kursleitenden und auf dem Schreibtisch findet man dann einen Antrag auf Mitgliedschaft. Wenn ich mich also im Anschluss an den ersten Präsenzabend am nächsten Tag vielleicht in der Cloud einlogge, sehe ich hier einen Antrag auf Mitgliedschaft. Ich vergleiche den Namen des Nutzers, der Mitgliedschaft beantragt, mit meiner Teilnehmerliste und sehe, ja, der Teilnehmer steht auf meiner Kursliste. Dann bestätige ich das und mein Teilnehmer ist in den Kurs aufgenommen. Das kann ich auch ganz leicht überprüfen, indem ich in meinen Kurs gehe, auf meinen Grundbildungskurs gehe und mir die Mitgliederliste anschaue. Dann sieht man, dass alle Teilnehmenden in meinem Kurs sind.